Willkommen zurück zu Super Mario Bros. X. Es geht weiter hier in der zweiten Story. Die erste Story ging nur drei Parts, aber die hier ist viel, viel größer. Und da sind wir in der ersten Welt, haben schon einige Secret Exits gefunden und hier ist auch eine Star Road, oder? Star Warp. Okay. Na hallo? ein Stern, der mit mir reden kann? Ja? Nein. This is the Star Palace. Das ist der Sternenpalast. Ah, danke. Eine milde Gabe. Du brauchst 5 Sterne, um hier reinzukommen. Du brauchst 6 Sterne, um hier reinzukommen. Und das... Wow! Das ist die zweite Welt. Ich verstehe. Das verbindet also die Welten. Na, da seht ihr es, wie viele Welten es gibt. Einige. Gut, lassen wir uns jetzt nicht vollends spoilern. Rosalina! Wir sind Lumas. Wächter des Sternenpalastes. Ihr seid Lumas. Oh, die hatte ich auch ein bisschen anders in Erinnerung. Aber das ist rosa. Das erkenne ich halt an dem Kleid, an den Farben. Willkommen im Sternenpalast. Hier sind spezielle Schätze, die warten auf dich, wenn du genug Sterne eingesammelt hast. Aha. Das Mädchen im blauen Dress ist Rosalina. Ja, da habe ich ein Auge dafür. Du brauchst 3 Sterne, um reinzukommen. Hier, du brauchst 7 Sterne, um reinzukommen. Ihr verlangt ja ganz schön was. Wir haben immerhin schon einen gefunden. Das war bei einem Secret Exit. Weiß gar nicht, was jetzt mit der Röhre da unten ist. Na gut, wir spielen wieder Mario und jetzt geht's halt in Dungeon of Pain. Oh mein Gott. Der Dungeon des Schmerzes. Wow, 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 wow. Warte mal, warte mal. Was? Ich dachte, es schwappt über. Wusste ich doch nicht, dass ich wieder zurückgehe. Soll ich es riechen oder was? Hätte man riechen können. Okay. Aber trotzdem sah so aus, als würde jetzt alles überflutet. Man muss halt sich beeilen im Ganzen. Toll. Man muss sich im ganzen Level total beeilen. So Sachen gibt es ja auch, dass es jetzt bergauf gegangen wäre, die Treppe oder so. Meine Güte, weiß ich doch nicht. Wow. Ich bleib... Oh, der ist ja fix unterwegs. Ah, die Buhus, ey. Tetris! Ein Kettenhund? Kommt hin. Merkwürdiger, also ein Kettenhund ohne Ketten. Ein Jump. Tetris! Geht es wieder zurück? Oder fallen die nur runter wie in Sonic 1? Marble Zone. Ja, warum nicht? Tetris-Style, supergeil. Achtung, Achtung. Okay, cool, gefällt mir. Nice. Und ich werde auch wieder groß. Erstmal hoch. Hä? Das ist, ich kann da... Ich dachte, ich kann da dran hangeln. Nee. Schon wieder Jumps. Ganz viele Röhren. Ach na, da kann ich nicht rein. Ich wollte gerade sagen, auf die kann ich drauf, aber auf die anderen nicht. Das sind irgendwie... Sehen auch aus wie Jumps, aber... Sehr merkwürdig auf jeden Fall. Halten wir also durch. Wenn wir die nicht erledigen könnten, wäre das ein bisschen kniffliger, aber so geht's. Also der Schwierigkeitsgrad fängt in diesem Spiel noch ganz gediegen an. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie uns jetzt den Dungeon of Pain hier bereiten wollen. Alles klar, ich weiß schon, wo wir hinwollen. Würde mich aber interessieren... Nee, höher geht's nicht. Sah er so aus. Kommt jetzt Bum Bum oder was geht ab? Ja! Ich habe nur ein bisschen Angst, ob er mehr auf Lager hat als sonst. Mir wurde immer gesagt, in Let's Play Super Mario Bros. 3 erledige ihn nicht so lame! Ah! Ah! Wow, wow, wow! Bum Bum! Und da dachte ich mir, ich erledige ihn jetzt mal nicht lame, ne? Ah, wäre mir ein... Nervig, dass wir das nochmal machen müssen, aber nehme ich jetzt in Kauf. Ah, Bum Bum. Ein Charakter, über den es zu reden gilt, wie ich finde. Also ein Pilz wäre jetzt auch nicht so schlecht gewesen. So in aller Freundschaft. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht hält er viel länger seine stachelige Stellung. Und ich habe das Gefühl gehabt, so war es. Dass sie gleich schon mal damit gespielt haben,
diese ganzen erfahrenen Super Mario Bros. 3 Zocker, dass die genau wissen, wann Bum Bum wieder angreifbar ist. Aber irgendwie war da noch ein Sekündchen länger in seiner Lauerstellung. Hat mir weniger gefallen. Vielleicht ist ja da noch mal ein Pilz oder so. Nein. Schade. Auf der linken Seite hätte was sein können. Wenn man das nicht weiß, ist Bum Bum natürlich noch ein bisschen... ein Arsch. Muss ich mal sagen, wenn es so ist. Also er ist definitiv... weiß nicht. Hier irgendwo muss da was sein. Vor Bosskämpfen versteckt man eigentlich immer Pilze. Ich könnte ja... ich gehe das Ganze mit Link an. Obwohl, der hat jetzt auch nur einen. Link, du rettest uns mal wieder den Hintern. Ich dachte mir, ich sag dir das, wenn es so ist. Ha! Aber der hat gleich viel mehr Spaß hier. Aber wird Link auch Bum Bum besiegen können? Hauptsache, ich komme mal ein Stück weiter. Ich habe eine noch bessere Idee, Momentchen. Also mit Link das Ganze und warte mal. So. Yep. Oh. Gibt's hier denn nicht irgendwo einen Pilz? Irgendwas zum Aufpimpen? Mann. Na gut, war eine Spielerei mit Link. Mario, mach das mal jetzt bitte. Tut mir sorry. Sorry, don't worry. It's good bitter Kartoffelpüree. Ohne Fleiß kein Preis. Immer her mit dem Scheiß. Ja, die berühmte Schleudergangmusik. Ich hoffe, ich habe das schon mal irgendwo erzählt. Wenn nicht, wäre es peinlich, aber egal. Wir haben das als Kinder immer assoziiert mit Waschmaschinen, die Musik. Fragt mich nicht, warum. Aber ich glaube, das wollte Miyamoto oder der Komponist in dem Falle nicht damit bezwecken. Warte mal, ich guck mal, ob hier... Mensch, ihr müsst doch irgendwo ein Pilz hier verstecken. Das geht doch so nicht. Na gut, lassen wir uns von Bum Bum nicht dumm verkaufen. Ja, dann mach halt erstmal deine Show. Ah, das springt dann auch so blöd hoch. Ah, was denn? Oh, Bum Bum, ey. Ich krieg die Krise. Man steckt normalerweise vor einem Bosskampf Pilze hin. Power-Ups. Und vor allen Dingen, wenn nach dem Checkpoint nicht direkt der Boss kommt, sondern du jedes Mal so ein Geschmodder machen musst. Und dann ist es auch noch ein Geschmodder, was ich nicht schnell durchlaufen kann, sondern wo wir jedes Mal Geduld brauchen. Bis wir wieder ganz oben sind. Und wer ist schuld an dem Desaster? Ha? Mein eingestaubter Skill? Ja gut, aber im Endeffekt ist es... ja, weiß nicht. Die Finanzkrise. Vitali Klitschko. Und, ja. Alice im Wunderland. Die sind alle schuld. Okay. Der springt jetzt hoch wie so ein Depp. Ja! Ja, dann mach nochmal deinen Move. Hält sich für besonders cool, oder? Endlich geschafft! Peinlich genug, aber trotzdem, irgendwie werde ich nervös dabei. Wenn ich wenigstens ein Power-Up hätte, dann wäre ich total gelassen. Einfach diese Gewissheit, du kannst dich einmal treffen lassen, das geht. Es war ja hier, also hier ist ja rot, ich habe ja zwei Wege gefunden, das muss wohl... weiß nicht. Wie kommen wir denn da hoch, verdammt? Ah! Ich Idi, ich weiß!
Ja, mit dem haben wir ja schon mal geredet. Wir dürfen nicht in sein Haus rein. Aber wenn wir das so anstellen, dann haben wir so einen Schuh und da kommen auch die Röhre mit hoch. Also der Schuh ist immer noch bei uns. Jawohl, das gibt Sinn, Alter, das gibt Sinn. Jetzt können wir uns das mal reinziehen. Ach so. Schon gut. Nee, den Schuh haben wir doch nicht gebraucht. Seht ihr, habe ich in meinem Gedächtnis schon ausgeblendet. Wir gehen am besten einfach weiter und vergessen das Ganze. So, wir wissen auch nicht, wo die Röhre hinführt, aber ich würde mal stark vermuten in die zweite Welt, die zweite Insel. Wop2 Mushroom Plains. Okay. Zapke Nightmare Land. Oh, das Albtraumland. Ach, das Albtraumland hängt ja zusammen mit den Gedöns aus Super Mario Bros. 2 und da sind wir schon wieder. Genau, denselben Klumbatsch gab's doch schon in der ersten Story. Aber die sieht anders aus. Halte nach unten und berühre den Run-Button. Nach unten halten, ja, wisst ihr? Das muss man nämlich nicht machen im Original. Ich habe mir das jetzt schon verändert. Ach, jetzt kannst du rutschen. Ja. Heute kriege ich auf jeden Fall meine One-Ups weg. Schöne Musik in der Höhle, falls ihr das gehört habt. Da fällt auch so wunderbar schnell, ne? In Super Mario Bros. 2 ist ja immer so ein bisschen Bildverschiebungskram. Upsasser. Gute Ernte. Der ist noch größer. Ich nehme den. Kann ich den mitnehmen? Ja. Bumbats, bumbats, bum. Ist ja ziemlich genauso aufgebaut wie der erste Level in Super Mario Bros. 2. Jetzt nicht mehr. Aber davor habe ich Parallelen gesehen. Münzen, One-Ups, sehr gut. Habe ich nötig. Ja, sag mir nicht, die zweite Welt besteht aus Mario Bros. 2 Gedöns. Ist zwar nett, ist zwar cool. I love it. Hey, cool. Gib her. Für oben in der Box. Ist zwar cool, I love it, aber dennoch. Hatten wir ja auch schon mal, ne? Deswegen bin ich ja jetzt nicht so excited. Aber wer hat sich nicht schon immer mal wieder neue Level für Super Mario Bros. 2 gewünscht? Immer dieselben, immer dieselben. Esst Gemüse, ist gesund! Sauf Milch, ist eh viel cooler! Wow, bist du Saturn? Das tut mir leid. Boing. Ja, da wirklich Boing gemacht. Ah, das mit der Musik ist mir jetzt zum wiederholten Mal aufgefallen, dass es, ja, ich will nicht sagen, unsauber aneinandergereiht wurde, aber doch, so ist es. Ne, ernsthaft. Was denn hier? Oh, Münzen, Coins hier, nice. Manchmal hört es auf und es beginnt nicht so, wie es soll, wieder. Keine Ahnung, was wir mit den drei machen sollen. Ich noch so, Münzen. Nur weil die jetzt im Super Mario Bros. 2-Style sind, sage ich, Münzen. Oh mein. Es geht weiter. Oh, hier gibt es zwei. Was? Hier auch? Hä? Das war rot. Das war rot. Wo ist denn hier ein Secret Exit? Na gut. Ja, in irgendeinem verdammten Kraut. Kann so ein Warp-Dingens sein. Dann schauen wir uns das an. Was hier? Schön alle. Ne, ich rupfe jetzt nicht jede Kleinigkeit aus. Oder Wasserfälle runterfallen lassen. Man kennt doch diese ganzen Szenarien. Autsch. Da unten? So, Peach? Könnten Sie mal kurz?
Ja, ich will Peach hier. Weiß nicht, es muss ja eigentlich auch für die anderen gemacht worden sein, aber... Jetzt habe ich erstmal ausprobiert, wie gut es funktioniert mit Peach, hier den Gleiter, ne? Eigentlich wollte ich ja nur meine Herzen loswerden, das habe ich mit Bravour geschafft. Es schwebt nicht immer und das... Ja, jetzt auch wieder nicht. Und das irritiert mich und deswegen bin ich ungern mit ihr unterwegs. Ja, wisst ihr, was nicht geht mit ihr? Das ist, wenn man quasi springt und den Springknopf einfach gedrückt lässt. Das funktioniert nicht. Das muss man loslassen und wieder drücken. Das funktioniert dann. Und das habe ich gerade noch so geschafft. Aber ein bisschen vergimbeln tust du mich jetzt schon. Bin ich ernsthaft da oben wieder rausgekommen? What? Hilfe! Hilfe! Warte mal, hier ist was Tolles. Na gut, geht so. Schon tollere Sachen gesehen in meinem Leben. Das will ich jetzt überprüfen. Na gut. Aber trotzdem kann es so ein Rätsel sein. Oder etwas mit Mr. Saturn. Kannst du mir helfen? Eigentlich macht er ja nichts. Wie immer. Wie in Smash Bros. Er macht eigentlich nichts. Vielleicht muss man den irgendwo hinbringen. Mann! So, da bin ich ja runter, ne? Da war die Röhre. Oder ich gehe einfach hier lang. Hä? Das war doch jetzt ein anderer Weg. Ich bin ja nicht in die Röhre gegangen. What? Dann werde ich nochmal offscreen suchen. Bringt ja alles nichts. Ach, das war der Witz dahinter. Die Münzen haben uns sogar angezeigt, dass wir wieder hoch sollen. Ich habe es aber erst nicht gerafft. Ja gut, das hat man ja auch selten. Dass dieselbe Röhre einen nicht wieder dahin führt, wo man herkam, sondern ganz woanders hin. Okay, cool, cool, cool. Hui, gefährlich. Nicht, dass es nicht funktioniert, wie es im letzten Fall war. Aber in Ordnung. Der Secret Exit wäre gefunden. Warte, wo führt das denn hin? Und alles haben zwei Ausgänge hier. Ich glaube, mein Schweinfurz-Lapaloma. Naja, im nächsten Part sehen wir uns wieder. Oh, da ist ein Schiffswrack im Wasser. Also nicht verpassen. Daumen hoch oder Daumen runter. Die Let's Plays werden immer bunter. Bis dann und ciao.